Was geht? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's soweit wieder deutlich besser. Ich habe wieder ein bisschen aufgeatmet. Ich möchte mich jetzt nicht entschuldigen für mein letztes Video. Auch dieses Video wird wieder ohne Werbung geschaltet. 320 Aufrufe laut mein letzter Stand von heute früh oder so. Ich habe damit an sich nicht mal gerechnet, aber mir bewusst, dass es eigentlich sowas eine Reichweite bekommt. Ehrlich gesagt finde ich das so ein Scheiße, muss ich ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt für alle YouTuber spreche oder nicht. Oder ob die Menschen so sind, wie die sind. Wenn man was Negatives. Und mir ging es wirklich auch nicht so gut. Wenn aber was Negatives kommt, dann sind gleich alle da. Und wenn man was produziert, um einfach Unterhaltung zu bieten, ist eigentlich keiner da. Und das ist mir so bei dem Video auch schon wieder aufgefallen. Nein, das Video war kein Clickbait-Video. Ich war am Überlegen, ob ich aufhören tue. Ich sage euch soweit, dass ich lange gebraucht habe, in mir zu gucken, was ich denn möchte. Und mir ist bewusst geworden, dass ich einfach gerade zu viel machen möchte. Und ich möchte euch einfach jetzt kurz mit auf die Reise nehmen, wie es eigentlich so das Ganze gelaufen ist. Ich werde das Video auch nicht schneiden. Ihr werdet alles sehen. Also das ist wirklich uncut. Ich lade es auch genauso hoch. Es tut mir leid, dass das Hintergrund gerade mal ein bisschen streckig ist. Da ich da ein bisschen umgeräumt habe, ich habe ein bisschen Wohnung gemacht und so weiter. Und ja, also was. Ich habe YouTube eigentlich angefangen aus einem Grund. Ich wollte mal Schauspieler werden. Das war so mein größter Traum, Schauspieler zu werden. Filme zu produzieren, Fan zu bekommen, dass man Fans hat, dass man Leute hat, die einen feiern, vom Charakter her und so weiter. Und eigentlich muss ich sagen, ich bin richtig gescheitert. Wenn ich das so sagen kann. Also ich bin wirklich gescheitert. Aber nichtsdestotrotz war eigentlich so meine Intuition, YouTube zu machen, weil ich einfach damit dachte, dann mache ich halt mein Ding selber. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee. Tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen gehen. Kam mir auf die Idee, Filme zu produzieren, Videos zu produzieren, meine eigene Regie zu sein, meine eigenen Drehbücher zu sein, meine eigene Geschichte aufzubauen. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, dass es tausendmal komplizierter war, vor allem wenn man alles allein macht. Und ich mache alles allein. Alles, was ich auf YouTube mache, das läuft nur über mich. Also ich mache alles, ich schneide alles, ich cut alles, ich Musik hinzufügen, etc. Das mache alles ich. Ach, sorry Leute. Vielleicht schneide ich das Video da am Schluss. ich mache alles. Und ich habe ja auch in dem letzten Video gesagt, dass ich sehr viele Programme gekauft habe, sehr teure Programme. Und mir war es so am Anfang nicht mehr bewusst, dass es so überanstrengend, dass es so schwierig ist, mit den Programmen zu arbeiten. Und deswegen kam. Also, wenn ihr noch einmal gehen, dann cutte ich das Video. boah, das ist so furchtbar. Und es ist halt wirklich kompliziert und deswegen kamen halt auch immer wieder so Verzögerungen, Verschiebungen und das Video kam nicht und ich habe so viele Pläne gehabt, ich habe so viele Drehbücher schon geschrieben, aber ich habe es halt einfach an sich nicht geschafft. Jetzt ist es so, dass ich einfach mir bewusst geworden ist, ich möchte das nicht nur machen, um Fame zu bekommen, sondern ich möchte das machen, um Spaß daran zu haben, okay? Und das große Problem ist, durch mein Körpergewicht, das ja eigentlich jeder kennt und jeder auch sieht, das ist ja nicht so, als würde ich jetzt das für mich schämen oder so. Es ist einfach so, das Körpergewicht ist ein ganz großes Problem.
das mich auch sehr oft in der psychische Verfassung bringt, wo ich dann wirklich auf nichts Bock habe und alle anmaule und asozial bin, jeden beleidige und richtig aggressiv werde. Und ich vermute, das liegt teilweise daran, weil ich einfach übergewichtig bin. Ja, leck wieder. Wer das Video bis zum Schluss schaut, weiß, dass ich eigentlich cutten soll. Ich habe aber keine Lust. Genau, das ist so das ganz große Problem. Mein Körpergewicht, das mich sehr müde macht, wie ihr auch jetzt gerade schon im Video merkt, dass ich immer noch müde bin. Dass ich einfach nicht schaffe, in der Früh aufzustehen und dann den ganzen Tag wach zu bleiben. Ich schaffe das vielleicht gerade so, aber ich bin dann immer fix und fertig. Und ich bin auch zwischendurch wie, leck mich am Arsch, das kann doch nicht wahr sein, oder? Oh, ey, ohne Witz, Digga. auf jeden Fall versuche ich halt alles gerade irgendwie über Bühne zu bringen. Okay, ich habe dann immer so psychische Anfälle und ich könnte jetzt sagen, es liegt sehr viel an der Vergangenheit, aber viele Leute von euch würden das so oder so nicht verstehen. Ich kann nur so viel sagen, ich versuche gerade die Vergangenheit auch so ein bisschen abzuschließen und versuche einfach gerade auch nach vorne zu blicken. Ich habe eine scheiß Familie, ich habe keine Unterstützung oder so. Es interessieren sich sehr, sehr wenig Leute für mich. Ich würde behaupten, es interessieren sich wirklich zwei Leute für mich. Der eine ist privat mit mir befreundet, der sich wirklich für mich interessiert, der auch mir hilft, wenn ich Hilfe brauche. Und der andere ist der Herr Piazza, der mit mir halt überzockt und auch mich immer teilweise ablenkt. Wir stichen uns auch gerne gegenseitig und ärgern uns auch mal gegenseitig. Aber mit dem bin ich halt echt gut befreundet und mit dem macht es auch echt Spaß. Und auch zu dem bin ich manchmal unfair. Ich sage zu ihm auch manchmal Sachen, die ich gerne mit ihm machen möchte und zieht das dann aber nicht durch und zögert das. Aber Piazza ist, ich weiß nicht, ob ihn das ärgert oder ob der einfach, ja, ist halt jetzt so, sagen wir mal so. Und auch für ihn, also ich habe jetzt mit ihm jetzt auch heute Morgen was geplant und das mache ich auch heute Morgen mit ihm noch. Und ich denke einfach mal, ich möchte jetzt YouTube, ich werde war nach diesem Video dann auch wieder kommende Videos mit Werbung schalten. Ich habe es jetzt einfach nur diesmal ausgemacht, weil ich dachte, das wäre sehr unpassend, weil ich wusste, das wird wahrscheinlich eine kleine Reichweite bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Video keine Reichweite bekommen wird. Aber das ist auch für mich nicht mehr so das Schlimme. Ich habe natürlich auch immer Probleme gehabt, mit den ganzen Hater umzugehen, immer mit der ganzen Kritik habe ich Probleme gehabt, weil ich einfach gerade von Hatern, die einfach auf meinem Kanal nichts zu suchen haben, gar keine Kritik annehmen möchte. Aber von Freunden oder Fans kann ich auch keine Kritik annehmen, das ist auch ein ganz großes Problem bei mir. Und ich habe jetzt einfach echt lange überlegt und geguckt und ich denke halt einfach, ich würde es schon gern. Bitte erzählt, wie oft ich gegeben habe und schreibt mir das in die Kommentare. Ich will wissen, wie oft ich mich jetzt echt im Video gegähnt habe. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe, dass ihr mich auch versteht und die Aufnahme funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Also auf jeden Fall habe ich mir lange überlegt und bin einfach zum Entschluss gekommen. Ich glaube, ich könnte gar nicht ohne YouTube oder Twitch. Ich streame gerne, auch wenn ich kaum Zuschauer habe. Ich mache eigentlich auch keine Videos. Und auch mein Spiel, zum Beispiel mein Game, möchte ich weitermachen. Und ja, wie sagen wir mal so, manche haben halt immer wieder so Aussätze. Das hat, glaube ich, fast jeder. Manche Leute zeigen das öffentlich, manche Leute zeigen das gar nicht. Oder manche Leute lassen das halt einfach innerlich so vergehen. Und ich möchte halt versuchen. Ey, ich schlafe jetzt und rede dann im Schlafen, okay? ich möchte jetzt eine Person hier
auf den Kanal weiter Videos zu produzieren. Es wird ab heute Abend vermutlich, die werden sogar wahrscheinlich geschnitten, ich bin mir aber noch nicht ganz so sicher. Wird wahrscheinlich ab heute Abend Shorts kommen, eventuell fast jeden Tag oder alle 2 Tage oder kann auch sein, dass ich mal ein paar Tage auslasse, weil ich vielleicht da gerade was anderes mache und keine Zeit habe. Aber sonst wird es wahrscheinlich so laufen. Ey, ich schäme mich gerade so sehr, dass die ganze gehen. Oh mein Gott, Digga. Dass ich jeden Tag einen Shot hochlade auf diesem Kanal. Ich sage euch ehrlich, wegen Reichweite. Ich möchte einfach offen und ehrlich sein, ich mache die Shorts wegen Reichweite. Ich gehe, oder ich könnte mir vorstellen, dass die Shorts etwas mehr auffällig auf meinem Kanal werden, um einfach auch meine Videos, die ich dann halt produziere, zu promoten. Ich sage mal so, an sich ist es nicht schlecht, wenn man wegen Reichweite was macht. Ich finde nur Clickbait-Videos sind immer schlechte Ideen und auch nicht für mich nicht tolerierbar. Deswegen vorab, dass ich das wahrscheinlich wegen Reichweite machen möchte, weil ich einfach davon ausgehe, dass das ein bisschen Reichweite bekommen wird. Ich kann es aber nicht sagen und wenn es nicht so ist, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ich möchte das nur einfach machen, auch nicht nur jetzt um die Reichweite. Ich glaube, ich verspreche mir jetzt gerade 10 Mal, aber das ist mir gerade egal. Ich möchte einfach nur schauen, dass ich Videos produziere, die eventuell Reichweite bekommen, aber es nicht schlimm wäre, wenn ich keine Reichweite bekommen sollte. Ich glaube, das war jetzt besser verständlich. Also wie gesagt, und ich denke jetzt mal so, dass jeder YouTuber, das würdet auch ihr da draußen mal, wenn ihr damit Erfolg habt, dann wollt ihr alle Geld verdienen. Das ist eigentlich eine Standardsache. Ich möchte nur nicht meinen Charakter deswegen verändern, Clickbait-Videos zu machen, andere Leute zu verarschen oder wie ich sehe, mir Scheiße auf den Bus zu werfen und dann noch sich so abzufeiern. So einen Scheiß mache ich nicht. Es sei denn, das ist noch grenzwertig, also spaßmäßig. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr Spaß. Und genau. Jetzt habe ich aber noch nicht gesagt zum Hey, wenn ihr mindestens 10 Mal gehen, müsst ihr alle mir 1 Euro spenden, okay? Das war ein Witz. Oh Mann, ey, ein Witz. Also, meine Shots werden wahrscheinlich so laufen, das Ganze, dass ich erst ab morgen starte, weil ich möchte meinen Discord-Server heute noch ein bisschen verändern und umändern und noch verbessern und auch das für die Alpha-Community Discord-Server machen. Das sind ein paar Veränderungen notwendig, die werde ich heute machen. Und dann werden Shots kommen jeden Tag, wo ich einfach mal kurz ein paar Bilder zeige, Videos zeige, wie ich laufe. Sport machen, vielleicht sogar wie man was hier esse und so weiter. Das muss ich jetzt also abwarten, wie ich das am besten machen möchte. Kann auch sein, dass das Ganze rückwirkend gemacht wird. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie ich das Ganze mache. Auf jeden Fall weiß ich, dass es unter einer Minute gehen wird. Und dass das Ganze auch noch auf TikTok hochkommt. Ich möchte ehrlich sein mit euch, okay? Ich würde immer noch kein Fan sein. Ich würde immer noch gerne Fans haben. Nur ich glaube, dieser Ansatz, den ich aktuell führe, ist ein schlechter Ansatz. Ich glaube, ich soll jetzt mich mehr konzentrieren, dass ich Videos produziere, dass ich Shots produziere. Gaming-Videos kommen wieder. Mein Game wird noch gemacht. Und wenn ich das Ganze langsam so Stück für Stück, dann sieht man ja, ob man da was erreichen kann oder was erreicht hat oder nicht. Wie gesagt, ich bin nicht böse, wenn ich das nicht schaffe. Und ich schaue, dass ich auf jeden Fall positiv weiter bedenke und dass ich was erreiche, worauf ich auch Spaß habe. Das ist mir so das Wichtigste. Wenn ich keinen Spaß habe, würde ich so nicht mehr weitermachen. Und ich habe viele Ideen und die werde ich
alles Schritt für Schritt abarbeiten. Und noch was, dieses Video ist auch das letzte Video, das auf meinen Kanal kommt. Als Infovideo. Ich werde kein Infovideo mehr machen, egal was kommt. Entweder kommen dann irgendwann gar keine Videos mehr oder es kommen Videos, die ich halt einfach länger brauche zum Produzieren. Danke, dass ihr da seid. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Und ich hoffe, ihr habt dann Spaß an die Shots, die ich mache. Möchte gleich vorab sagen, das sollen keine Vlogs werden, sondern einfach nur ein bisschen zu zeigen, dass ich auch jeden Tag Sport mache. Einfach um mich selber auch zu motivieren. Wenn ich dann auf YouTube sehe, ah, da hat er Shorts gemacht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Falls ihr die Idee gut findet, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Falls ihr die Idee schlecht findet, könnt ihr das auch in die Kommentare reinschreiben, solange es eine normale Kritik ist. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.